Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Uncharted 4. Ja, nachdem wir kurz vor der letzten Folge noch darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass hier oben auf dem Turm eine Kiste ist. Was liegt denn da? Werden wir uns die Kiste gleich mal schnappen. Dazu werden wir mal nach oben gehen. Und mal gucken, was wir mit der anfangen können. Der Sully hat uns da drauf aufmerksam gemacht. Ja, nachdem die letzten gefühlten, ich sehe die Kiste sogar schon, 10 Folgen, der Ton so grottenmäßig schlecht war, habe ich jetzt immer weiter an den Einstellungen gebastelt und ja, ich hoffe mal, dass es jetzt langsam erträglich wird, weil ich fand es ja selber schon furchtbar. Aber hundertprozentig bin ich da leider auch noch nicht zufrieden. Ja, jetzt schauen wir mal. Alles klar, wir sind jetzt oben bei der Kiste. Bingo. Euer Netz. Achso, ich muss Sam, die Spezialen verloren. Au. Hey Junge, alles klar? Mir geht's gut. Geht's dir gut? Ja. Kommst du klar? Mhm. Gut, dann bis gleich. Ich fahr das Auto näher ran. Ja, wie ihr seht, mittlerweile habe ich auch den Untertitel eingeschaltet, dass man, falls der Ton beschissen ist, dass man wenigstens noch sehen kann, was gesprochen wird. Okay, was habe ich denn gemacht? Jetzt bin ich von da nach da. Und was soll ich machen? Keine Ahnung. Erstmal hin und her schwingen. Ui, das war so nicht geplant. Was ist hier los? Okay. Ich spring nochmal rüber. Gibt's hier auch noch irgendwo Informationen, die wir auf ins Tagebuch eintragen können? Ich sehe hier gerade nichts. Auf jeden Fall müssen wir hier irgendwie die Zugbrücke runterbekommen, dass wir weiterfahren können. Oh, da ist ein Hinweis. Was will uns das sagen? Ja, okay. Was ich auch schon gesagt habe. Anscheinend kommt man von da oben leichter hin. Ach, nee. Wir müssen bestimmt die Kiste hier nehmen. Genau. Kann ich erst probieren. Und jetzt können wir da oben die Zugbrücke runterlassen. Alles klar. Einmal da dran gekurbelt. Und dann geht's weiter. Macht ruhig Pause. Ach so. Ich schaff's schon. Dreieck, Dreieck. Da ist nur eine Kurbel, oder? Du machst das super, Junge. Ja, ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch wegen dem Sound. Also. Schon ein bisschen. Dann sind meine Lieblingsdisziplinen. Schießen. Was? Die haben mich noch gar nicht entdeckt. Muss ihre sein. Ausschwärmen. Ich will sie haben. Okay. Meine Waffe bitte. Wer sie sieht, haltet sie aus. Gut. Oh. Jetzt geht's los. Schöne Schießerei wieder. Ich hab's nicht mit Schießerei. Den Hammer erwischt. Ganz schön schnell, ne? Alter, da gibt's noch mehr! Ja, aber ich bin wieder hergekommen. So ein Arschloch. Okay, ich bin aber wieder fit. Sogar drauf gegangen, was für ein Scheiß.
Okay, nochmal. Jetzt machen wir Folgendes. Schieß auf das Fass. Eventuell können wir da mal gleich mehrere abstauben. Nee. Wenn ich schießen will, dann kriege ich Deckel vor. Oder weiß ich nicht. Nein. Hier ist ein Hammer. Nein! Okay. Der hat wenigstens ein bisschen Munition gemacht. Wo kommen die überall her, diese Viecher? Zum Kotzen. Echt zum Kotzen. Scheiße, da sind noch mehr! Jetzt schauen wir mal. Wo sind noch mehr? Oh, shit, ich seh dich! Der ist weg. Aber... Von wo kommt es? Ich glaube es hart. Das ist richtig hart für dich da. Schimmelt doch irgendwo einer rum. Freund oder Feind? Wir haben hier ein Waffen-Munitionsproblem. Okay, wir können jetzt echt um Munition kümmern. Alles klar, nichts ist klar. Jetzt bin ich da rüber, hüpf. Oh, Scheiße. Und dann gehe ich dann sofort drauf. Hey, ich hab sie! Nein. Da findet man was von sowas. Wo sind die anderen zwei Trottel? Kommt! Nathan! Oh. Ich will nicht sowas machen. Das nervt an dem Spiel, diese scheiß Schieß-Action. Das macht mir keinen Spaß. Das Spiel ist an und für sich echt so cool, aber dieses hirnlose Rumgeballer, das ist so gar nicht meins. Ich will irgendwelche Schätze finden und hier... Abenteuer, die viel haben. Die Grafik, die nicht. Okay, das war jetzt ja doch leider nicht gesetzt. Aber hier ist auch schon wieder so ein Alibaba. Ich bin fast tief. Jetzt da runter. Das sieht nicht, wo das scheiß Auto steht. Spring da runter, du Clown. Okay. Den Hammer. Noch so ein kleines Kannibal. Wie sind denn die alle hierher gekommen? Noch eine Granate. Kriegen wir den noch down? Was liegt da für eine? Geht mir. Immer wieder. Das ist schade. Aber... Nein! Ich will nicht mehr. Ich will den Scheiß nicht spielen. Kurz in 5er.
Man kann es auch auf leicht stellen, oder? Ah, ich dreh durch. Nochmal, alle guten Dinge hier irgendwie. Oh Mann! 25. Okay. Da sind noch mehr! Da sind noch mehr. Ich schaue jetzt die ganzen Trotteln ab, die da unten kommen. Aber meine Spieler sind ja auch einfach nur scheiße. Ich muss ja eben die Kugel alles machen, gar nichts. So, wieder zurück. Da rennt auch noch einer hier durch die... Wo kommst du her, du Hurensohn? Da bin ich einfach schon abgesehen, ja. Ich bin auch zu großzügig mit den Munition. Irgendwie mit Waffen könnte ich. Ich bin noch ein Haufen von den Trotteln gestorben. Ole, 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 ich glaube so. Es nicht, wir haben es geschafft. Oh, furchtbar. Also sorry, wenn ich mich hier so beklage. Das Spiel ist super, aber diese Schießereien, die taugen mir nicht. Wenn ich schießen will, dann spiele ich wirklich hier Star Wars Battlefront oder... Weiß ich auch nicht. Was gibt's denn noch für Schießspiele? Versuchen wir es nochmal. Okay. Jetzt halt aber. Aber vorhin hat immer das andere Auto von dem Halunken aufgeleuchtet. Vielleicht können wir sogar das finden. Bitte. Okay. Runter. Rüber. Ein bisschen kompliziert, um rüber zu gehen. Dann nehmen wir noch was mit. Also hier können wir den Wagen scheint, können wir noch nicht nehmen. Aber vorne hat ja der hier aufgeleuchtet, dieser Mega-Expeditionswagen. Nee, scheint auch nicht. Oder was der hier? Der wäre cool. Nee, leider nicht. Macht auch nichts. Oder? Hat er da nicht gerade was? Nee. Okay. Ich stürme wieder zu meinem Mietgeländewagen. Und werde da gleich mal gucken, wie das Spiel weitergeht. Okay, alles klar. Los geht's. So, wir müssen... Da lang, da war doch irgendwo hier. Ne, da müssen wir nicht lang. Noch ein weiterer Turm.
Das Ende ist in Sicht, was? Schade jetzt. Schade jetzt. Okay, drin geht. Wäre schön, wenn das ohne Waffengewalt gehen würde. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, man kann auch den ganzen Scheiß ausschalten. Da gibt es ja irgendwie Forscher, leicht, schwer. Sag mal, bei dem Geld, was Avery für Türme ausgegeben hat, wären da nicht auch Geländer drin gewesen? Aber... Weil es gehört halt auch irgendwie zum Spiel dazu, ne? Da aber irgendwie. Was ist das schon, der Turm oder wie? Der hat nicht geschleudert. Der Versuch war es wert. Okay. Auch, aber ich sehe schon die Hilfe. Shit, shit, shit! Ich bin den einfach einbinde. Ich sehe mich mal um. Können wir die Seilbinde nehmen? Hier. Okay. Der kommt auch nicht raus. Genau. Die Hälfte. Die Hälfte wovon? Naja, er weiß nur von der Gangisa Weisach. Das wären 400 Millionen. Hm. Ja, aber wenn Nathans Theorie stimmt, ist ein viel größerer Schatz im Spiel. Na, du hättest ihm sagen sollen, es wären 200.000. Man sagt deinem Partner nie, wie viel dein Job wird. Ich war nicht davon ausgegangen, sein Partner zu werden. Leute, wir werden ihn finden, diesen Irren auszahlen und noch jede Menge übrig haben. Glaubt mir. Okay. Und bitte. Ist eingehakt. Kommen wir da jetzt rauf. Ich will schon das Problem kommen. Dann ich wollte Stein ans Auto oder irgendwie sowas. Aber wir sind so überraschen. Dann mal los. Dann mal los. Nein, gegen dein. Dann ist Stein. Panik. Ich gerate aber ziemlich in Panik hier. Also rückwärts fahren. Nee. Hey. Gib Gas, zieh uns hoch! Okay. Ich hab dir... Halt dich fest, Junge! Ich hab dich... Und hoch wieder. Das ist ja cool. Ich muss hochklettern. Jawohl. Ah, jetzt macht es doch wieder Spaß. Und nein, das Auto. Also, bist du okay? Ging mir schon besser. Bring uns hier raus, Junge. Okay, festhalten. Langsam, Junge, langsam. Ja, das war doch lustig, oder? Ja, aber ich brauche jetzt einen Termin bei meinem Seelenklempner. Du gehst zum Seelenklempner? Alles klar. Nein, aber jetzt coole Sache, ich wirklich an. Wieder geil gemacht. Komm schon, jetzt übertreibt ihr. Mit dem Spiel ist ja wirklich, ich hatte alles unter Kontrolle. Gesetzt worden. Auch hier, vor allem grafisch, aber auch von dem ganzen Ablauf her. Das hat es ja so irgendwie noch gar nicht gegeben, oder? Also jedenfalls die Grafik, die ist ja schon wirklich genial. Also mein Eindruck. Aber okay, haltet euch gut fest. Hört mir ja auch von anderen. Das war ja mal ein netter Tempowechsel. Ja, ich bin fast überrascht, ein bisschen enttäuscht, dass die PlayStation so eine Mega-Grafik hinbekommt. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Vielleicht von der nächsten Generation. Und eventuell ist ja da sogar noch mehr drin. So, ich weiß nicht wohin. Ich hüpfe da mal raus. Los, gehen wir rein. Holen wir uns unseren Schatz, Jungs. Ja, wir machen das so. Was sich hier verbirgt, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Oder schaut euch die nächste Folge wieder an. Würde mich echt freuen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.